Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, ihr seid alle gut nach Dresden gekommen. Es kann ja nicht jeder mit dem ADAC-Rettungshubschrauber anreisen. Und ihr alle kennt die Unwägbarkeiten auf der umweltfreundlichen Schiene. Sie haben zugenommen, obwohl die Ticketpreise seit der Bahnreform 15 Mal erhöht wurden. Aber jetzt wissen wir warum. Damit Ronald Pofalla demnächst 5-mal so viel verdient wie die Kanzlerin. Das ist verrückt. Kein Land kann den Klimawandel oder die Finanz- und Wirtschaftskrise alleine bewältigen. Nicht Frankreich, nicht Großbritannien und auch nicht Deutschland. Das kann nur eine starke EU. Und wenn es die Europäische Union nicht gäbe, wir müssten sie heute erfinden. Umso ärgerlicher ist die zunehmende Europafeindlichkeit, die auch von der CSU geschürt wird. Genauso wie die unsägliche Panikmache vor Einwanderung ist auch die Pkw-Maut für Ausländer billigster Populismus gepaart mit Ausländerfeindlichkeit. Das werden und müssen wir mit aller Kraft bekämpfen. Liebe Freundinnen und Freunde, durchhalten und dranbleiben, auch wenn etwas noch nicht populär ist, das war und ist grüne Politik. Schaut auf die Erneuerbaren. Wir haben uns schon dafür eingesetzt, als wir noch als Spinner belächelt wurden. Heute kommen 25% des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Warum? Weil wir standhaft geblieben sind. Als Verkehrspolitiker bin ich fast ein bisschen neidisch auf diese grünen Erfolgszahlen. Aber ja, wir haben es geschafft, dass die EU endlich auch den Verkehr auf Klimaschutz trimmt. Ja, wir haben dafür gesorgt, dass die umweltfreundliche Bahn Vorfahrt bei EU-Mitteln hat. Trotzdem, wir müssen bei der Verkehrswende dringend einen Gang hochschalten, denn der Verkehr verursacht noch immer satte 25% aller CO2-Emissionen in der EU. Das müssen wir ändern. Es gibt nur eine einzige politische Kraft in den Kommunen, in den Ländern, in Deutschland und in Europa, die das wirklich ändern will und ändern kann, das sind wir, wir Grünen. Wir wissen, wie man die Mobilität sichert und das Klima schützt. Und wenn am 25. Mai neben den Europawahlen auch in 10 Bundesländern die Kommunalwahlen stattfinden, werden wir alle an einem Strang ziehen. In Baden-Württemberg wird auf Druck unserer Landesregierung die Tram von Straßburg nach Kehl verlängert. In Nordrhein-Westfalen baut Rot-Grün Radfernwege. Und selbst im schwarzen Bayern musste die CDU den Donauausbau stoppen. Das ist grüne Politik. Die EU bemüht sich seit 30 Jahren um das Zusammenwachsen Europas. Im Unterschied zum Straßennetz ist das Bahnnetz bis heute ein Flickenteppich mit Lücken genau an den Grenzen. Warum? Weil ohne Sinn und Verstand in Großprojekte investiert wird. Brennerbasistunnel, Fehmarnbeltquerung und last but not least Stuttgart 21. Damit muss endlich Schluss sein. Grips statt Beton. Lasst uns die Lücken schließen. Überall da, wo wenig Geld große Wirkungen zeigen kann. Dass es geht, sieht man zwischen dem deutschen Sebnitz und dem tschechischen Dolny Pustevna. Dort wird in diesem Jahr die 660 Meter lange Schienenlücke geschlossen. Das dauerte allerdings 25 Jahre. Das als Schneckentempo zu bezeichnen, ist eine Beleidigung der Schnecke. Und dagegen wehren wir uns als Türschützer. Auch im Flugverkehr werden Steuergelder verbrannt. Regionalflughäfen von Kassel über Hof bis Lübeck machen dicke Verluste. Trotzdem bekommt der nimmersatte Flugverkehr jedes Jahr Steuergeschenke in Höhe von 30 Milliarden Euro. Diese Dauersubvention für Vielflieger und Manager ist unökologisch und unsozial. Sie gehört auf den Schleudersitz. Stellt euch einmal vor, nur 10 Jahre lang bekämen die europäischen Bahnen jedes Jahr diese 30 Milliarden Euro.
Wir hätten ein Supernetz mit billigen Tickets und den Flugverkehr erheblich reduziert und damit auch die Lärm- und Schadstoffemissionen. Liebe Freundinnen und Freunde, höchste Vorsicht ist geboten beim transatlantischen Handelsabkommen TTIP. Die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt, untergraben die Rechte des Parlaments und bedrohen das Rechtssystem. Wir Europäer dürfen uns nicht wieder auseinanderdividieren lassen, wie beim Emissionshandel im Flugverkehr. Wir dürfen unsere Werte nicht verkaufen und unsere grünen und demokratischen Standards dürfen wir nicht aufgeben. Liebe Freundinnen und Freunde, in diesem Jahr erinnern wir uns an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren sowie an den Fall der Mauer in Berlin und des Eisernen Vorhangs in Europa vor 25 Jahren. Wer mich kennt, kann nachempfinden, wie sehr ich mich freue, dass wir die Spaltung von Berlin, Deutschland und Europa überwinden konnten. Auch deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir unsere Geschichte auf dem Europaradweg Eiserner Vorhang im wahrsten Sinne des Wortes erfahren können. Und aus dieser kleinen Idee ist mittlerweile ein 10.000 Kilometer langer Radweg geworden. Wir Grünen haben damit als Einzige ein Projekt, das all diese historischen Daten miteinander verbindet. Und im Wahlkampf machen wir grenzüberschreitende Fahrradtouren in 15 EU-Mitgliedstaaten und in 10 Bundesländern. Wer hätte sich das vor 25 Jahren vorstellen können? Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne stehen für echten Verbraucherschutz. EU-weit haben wir die Passagierrechte für alle Verkehrsmittel durchgesetzt. Und wir haben verhindert, dass die EU-Kommission bei Nachtflugverboten das letzte Wort hat. Sie kann auch in Zukunft die Nachtruhe nicht kippen, weder in Hessen noch anderswo. Es ist unser grüner Erfolg, dass dieses Vetorecht nicht durchgesetzt werden konnte. Und auch für die Anwohner an Bahnstrecken, besonders im lärmgeplagten Rheintal, haben wir viel erreicht. Endlich nimmt die EU den Lärm als massives Gesundheitsrisiko ernst und stellt 260 Millionen Euro für leise Güterwaggons bereit. Das kann sich hören lassen. Michael, kommen wir zum Schluss. Jacques Delors sagte einst, die EU ist wie ein Fahrrad. Wenn es stehen bleibt, kippt es um. Ihr seht, unser Engagement im Europäischen Parlament trägt Früchte, aber es gibt noch viel zu tun. Deshalb möchte ich diese Arbeit gerne fortsetzen. Dafür habe ich das einstimmige Votum der BAG Mobilität und Verkehr und die Unterstützung meines Berliner Landesverbandes. Ich bitte auch um eure Stimme. Vielen Dank.